Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Traumtor Retro FIFA Video. Wir gehen wieder in alle FIFA Teile rein, um dort schöne Tore zu erzielen. Und das machen wir mit dem absoluten MVP, mit Ronaldinho Gaucho. Das Geile bei ihm ist, in manchen FIFA Teilen war er noch eine ganz normale Spielerkarte. In anderen FIFA Teilen war er eine Icon. Das ist das erste Mal, dass das Ganze so der Fall ist. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Auch wenn es leider zwischendurch zwei, drei FIFA Teile gab, wo es ihn gar nicht gab. Die müssen wir dann skippen. Aber trotzdem, wir werden heute sehr coole Tore mit Ronaldinho erzielen. Die Bestrafungen sind auch wieder cool. Vielleicht müssen wir an einem Fortspray riechen. Vielleicht kriegen wir einen Elektroschock. Vielleicht müssen wir mit Klamotten duschen. Oder vielleicht muss ich wieder Geld verlosen. Oder, je nachdem, wie ich heute performe, gehen wir direkt rein und machen ein paar Traumtore. Schaut euch mal an, was abgeht, wenn man FIFA 8 startet. Da kommt direkt erstmal ein Trailer, bei dem Ronaldinho rumskillt, ein Rainbow macht. Er ist auch direkt der Coverstar. Geil, Mann. Gibt direkt Feeling. Und außerdem ist Ronaldinho auch der Mann in der Arena, der direkt ausgewählt ist, mit dem man hier die Tricks macht. Also perfekte Voraussetzungen. So, wir haben auch ein paar neue Traumtore auf der Liste. Vielleicht kommt ja direkt eines der neuen dran. Ihr könnt wie immer... Aluminium-Tor. Sehr, sehr schwer. Ihr könnt wie immer in die Kommentare schreiben, was wir für Tore so noch machen sollen, was wir nächstes Mal für Bestrafungen machen sollen und all solche Sachen. Und lasst gerne ein Like da für diese Serie. Als erstes spielen wir gegen den Gegner mit einem Stern. Wenn wir ihn besiegen, hat der nächste Gegner zwei Sterne. Wenn wir den dann besiegen, hat der nächste drei. Und sobald wir verlieren, geht es aber auch wieder einen Stern runter. Ronaldinho mit einem 90er Rating in FIFA 8. Das war echt fast seine Prime, ey. Diese Stats und natürlich kann er alle Tricks. Das Ding ist beim Aluminium-Tor, man kann es selber jetzt nicht so sehr beeinflussen, ne, dass der Pfosten oder Latte reingeht. Aber ich gebe mir vielleicht einfach einen schwierigen Spot und dann gucke ich mal, was geht. Boah, das war ein richtig geiles Tor, aber es war halt nicht Pfosten rein oder Latte rein. Er hat direkt Pech gehabt mit der ersten Challenge. Lass mich auch irgendwie gar nicht mehr zum Schuss kommen, Mann. Boah, jetzt... Egal, ich schieße einfach mal. Einfach mal abziehen. Boah, Keeper mit seiner Tatze dran, ey. So. Drop mal hier den Elastico. Nochmal. Lange Zeit vielleicht irgendwie Pfosten rein oder so. Jetzt vielleicht. Einmal den Ball hochnehmen, damit der Problem hat beim Kontrollieren der Ronaldinho. Der gibt noch ein Rainbow-Seitfallzieher-Tor, aber der geht halt genau ins Zentrum, ey. Wir machen ja Tore über Tore. Auch noch nie gehabt, ne? Dass wir in einem FIFA-Teil die ganze Zeit scoren, schön, aber irgendwie nicht das hinkriegen, was wir hinkriegen wollen und trotzdem gleich bestraft werden. Ich sag, die Weitschüsse waren die besten Versuche. Komm, wenn man den von hier ins Tor bringt, das klappt doch nur mit Latte rein oder so! Boah, der hatte echt eine stabile Höhe. Wäre er da nicht rangekommen, der Keeper? Vielleicht wäre der Latte reingegangen, aber es war jetzt der fünfte Torschuss, den wir abgefeuert haben in der Partie. Und wir haben es nicht gepackt. Es ist so unlucky, es ist ernst so unlucky. Ey, ich wollte mich heute eigentlich so straffen, so wenig Bestrafung wie möglich zu kriegen. Erste Challenge direkt gefailed. Digga. Aber wir müssen direkt am Fortspray riechen. Macht jetzt schon keinen Spaß hier alles, sage ich ehrlich. Und da ist es auch schon, das Poopspray. Extra stinkig steht da drauf. Was steht hier noch so? Super strong. Dreimal sprühen, dann stinkt der gesamte Raum. 20 Quadratmeter stinken dann. Geil, Mann. Noch nie an sowas gerochen. Wir sprühen mal einfach hoch. Ich weiß nicht, hat das jetzt Farbe oder? Warte mal. Ih! Okay. Oh, sieht man das in der Kamera? Ja, Mann, man sieht's richtig. Digga, ich habe jetzt einfach dreimal alleine nur auf meinem Platz, wo ich sitze, gesprüht. Oh mein Gott, ey, ich muss lüften. Ich kann es nicht aufnehmen. Boah, er steht zum Glück nur dort vorne gerade. Digga, es riecht, als hätte hier einer hingekackt. Boah, das ist respektlos. Warte mal. Das ist zehnmal schlimmer, als ich gedacht habe. Boah, ich dachte, es stinkt ein bisschen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Leute, das ist kein Witz. Ich habe Tränen im Auge und sowas. Ich atme extra kurz nicht. Es stinkt so nach Scheiße, ne? Ich kann hier nicht riechen. Ja, jetzt kommt es hier hinten an, Mann. Boah, nein. Gleich ist der Du weg. So, bei FIFA 9 ist Ronaldinho bei Milan und der Gegner hat weiterhin einen Stern. Was war das für eine Milan-Mannschaft? Und da ist Ronaldinho auch nochmal rausgestochen. Er hat sogar Sterne neben seinen Stats, die zeigen, wie krass er ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich sage ernst, es stinkt immer noch ein bisschen hier beim Sitzen. Das bockt gar nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal, was diesmal die Challenge wird. Nein, nicht schon wieder. Geh weiter auf. Ja, Rabona Assist.
Weiß gar nicht, gegen Rabona in dem FIFA. Ach komm, wir probieren es aus, wird schnell geklappen. Also, es gibt den Rabona auf jeden Fall in diesem FIFA, aber er scheint richtig schwer zu sein. Warte, ich probiere es mal aus. Rechtes Stick nach vorne. Ah, dann muss man L1 gedrückt halten, zweimal Flanke drücken und dann macht er ihn vielleicht. Und der in der Mitte muss den ja auch noch kriegen und reinmachen. Warte, jetzt wohl erstmal wieder Ronaldinho mit der richtigen Flanke. Also das klingt sehr, sehr kompliziert und das ist es auch. Ronaldinho hat sich jetzt auch noch verletzt. Wow, heute läuft der richtig. Vielleicht jetzt. Oh mein Gott, okay, einfach zu dicht an Keeper. Er hat den Rabona gemacht, ernst. Okay, die Hoffnung blüht auf, dass wir es vielleicht doch hinkriegen. Ronaldinho, ja! Ja! Ja, wir haben es hinbekommen. Rabona und der in der Mitte. Shevchenko. Er köpft ihn rein. Okay, also ich gebe erstmal dem Video da von 2009 einen Daumen nach oben, der mir erklärt hat, wie man den Rabona macht. Das ist ja super. Hier sieht man es nochmal. Überkreuzt die Beine. Perfekt geflankt. Shevchenko macht ihn. FIFA 10 ist am Start. Wir spielen weiter mit Milan. Der Gegner ist jetzt stärker. TuS Koblenz hat 2 Sterne. Gegen die geht's ran. Und wir sind langsam auf jeden Fall auch schon in der Phase, wo Ronaldinho schlechter wird. Also ein Ultimatum hat der noch eine sehr geile Karte. Aber, ja, außerhalb dessen. Ich meine, er kann tricksen, das reicht. Dann mal gucken, was diesmal die Challenge ist. Es wird... der Panenka-Elfmeter. Ich habe nur noch einen Controller für diese Konsole. Ich weiß nicht, wie ich mir hier Elfmeter geben soll. Aber das wird schon eben klappen. Den anderen Controller für meine alte Xbox musste ich ja genau bei so einer Traumtor-Challenge hier mal zerstören. Aber wir haben jetzt einen Elfer. Ronaldinho wird ihn treten. Und Lupfer-Elfer gab es damals ziemlich sicher schon. Und der Keeper wird genutzt. Aber richtig. Ja, da hören wir die Fans. Gib uns die Wiederholung. Ronaldinho, schöner Lupfer. Ja, ist eine leichte Aufgabe. Jetzt sind wir im letzten Jahr, in dem Ronaldinho noch auf Top-Niveau in Europa ein bisschen in der Nationalmannschaft gekickt hat. Deswegen nehmen wir diesmal Brasilien. Ich meine, schaut euch das an. Er ist zwar hier noch drin in der Startelf, aber wie gesagt, das ist das letzte Mal. Das letzte Jahr, in dem Ronaldinho hochklassig gekickt hat. Also, hier muss er nochmal richtig was raushauen. Richtig was zeigen. Wir wollen... Fallrückzieher oder Keeper austricksen. Rollt's weiter, rollt's nicht weiter. Es rollt weiter. Wir sollen den Keeper natzen. Okay. So. Sehr, sehr wichtig, dass wir es hinkriegen, weil hier riecht es immer noch ab und zu nach Furz. Das bockt gar nicht. Komm, Keeper. Okay. Nicht schlecht verteidigt. Ja, so ist die Situation perfekt aus dem Konter heraus. Ronaldinho. Ronaldinho! Na gut, wir spielen halt inzwischen noch gegen 3-Sterne-Teams. Die lassen sich nicht komplett mobben. Zack. Mit Tempo. So, Hauptsache ein 1 gegen 1 haben. Und Hauptsache, dass der jetzt nicht wieder irgendwas Verrücktes macht im Tor hier. Oh, nicht mal eine simple Ballrolle, sogar dafür ist er zu gut. Jetzt haben wir langsam echt Druck. So, immerhin ist kein Verteidiger mehr da. Komm, Keeper. Yes, Sir. Yes, Sir. Er ist dick hingefallen und der Ball ist auf jeden Fall im Tor. Genau so trickst man den Keeper aus, aber er ist fast rangekommen. So wichtig, dass EA damals noch die Rechte für die brasilianische Liga hatte. So können wir ihn, Ronaldinho bei Flamengo, gegen Athletic Bilbao inzwischen sogar schon nutzen. Und irgendwie ist er wieder besser geworden. Hä? Warum ist er wieder besser geworden? Also zumindest hier jetzt gerade in dem Menü. Oh, ich bin absolut ready für die nächste Challenge. Was wird's? Es wird... Boah, Skill Volley oder Scorpion Kick? Es wird der Skill Volley! Wobei Scorpion Kick FIFA 12... ist der einzige alte FIFA-Teil, wo Scorpion Kicks einfach waren. Das wäre auch cool gewesen. Aber Skill Volley nehme ich mit. Das Ding ist aber, nicht nur Scorpion Kicks, sondern eigentlich alles, was mit Traumtoren zu tun hatte, war relativ einfach in dem FIFA. FIFA 12, einfach legendärer FIFA-Teil. Oh, ich dachte, der flutscht durch die Hände ins Tor. Ronaldinho. Sombrero. Oh mein Gott, wenn er den so reinsenkt. Absolut Tor des Jahres wäre das gewesen. So, Ronaldinho. Scoop-Turn gab es damals auch schon. Anheben, kurzes Eck. Oh, der sieht genüsslich aus. Der sieht sehr genüsslich aus. Ronaldinho und der Volley. Der schmeckt. Der schmeckt. Das war jetzt auch mal eine realistische Position. Und dann zimmert er den auch rein. Das wird jetzt auf mehreren Ebenen spannend. Ronaldinho und seine Teams werden immer schlechter, die Gegner gerade immer besser. Ich meine, er sieht immer noch komplett verkehrt aus und er hat ja sogar auch 2 Informs in dem FIFA-Teil. Also irgendwie performt hat er ja schon noch. Was für ein Tor will das Rad diesmal von uns sehen? Wir sollen ein Waka Waka oder ein Fallrückzieher-Tor machen. Eins von beiden. Knappe Kiste. Anscheinend war es noch ein Waka Waka. Okay, geil. Da habt ihr jetzt das Geil. Das ist sogar eine der ganz neuen Challenges. Wir müssen am gegnerischen 16er 3 Waka Wakas am Stück raushauen. Also wirklich am Stück. Das
war kein Waka Waka. So. Eins, jetzt geht die Kombo los. Zwei. Oh, und dann geht er rein. Ja, und damit war es ein Fehlversuch. Da kann viel schief gehen. Nämlich, ihr seht es gerade, Gegner kann rankommen. Ich kann in der Kombo failen oder am Ende verschießen. Eins, zwei. Nein! Ja, jetzt zum Beispiel habe ich reingechoked. Das ist kein Waka Waka am Ende, war. Zwei Fehlversuche am Stück. Das hat hier gegen Chelsea ist auch unangenehm, die in der Abwehr so gut sind. Eins, zwei. Jetzt die drei noch. Oh, okay. Ab geht's in den 16er. Ronaldinho! Keiner hat sich den Ball geschnappt. Und am Ende zappelt der im Tor nach drei Waka Wakas. Gut. Wir bleiben bei 5 Sterne Gegner. Mal gucken, ob wir Real Madrid ein Traumtor drücken können. Das wäre auf jeden Fall nice. Ronaldinho hat zwar kein Tempo mehr, aber er ist trotzdem noch skillvoll unterwegs. Mal gucken, was unsere Aufgabe gegen die Galaktischen wird. Ronaldinho ist heute gut drauf, der kriegt alles hin. Ja, wird's der Weitschuss? Es wird anscheinend der Longshot. Aber wirklich ein Longshot. Aus so um die 30 Metern versuchen wir jetzt zu versenken. Aha, es regnet, das Feld ist nass. Vielleicht nicht schlecht für einen Longshot. Vielleicht ist das auch kein schlechter Spot, um es schon mal einzuprobieren. Uiuiui. Da ist wieder Ronaldinho, der sah schon mal sehr gut aus, gerade der Schuss. Ich habe Vertrauen in den Da, was war das denn? Für den zweiten muss man jetzt sagen, der war schon eine Katastrophe. Ronaldinho, hier einmal vorbei, ich glaube, das Ramos. Und Ronaldinho jetzt und Er fängt den, ach so. Ich meine, das ist halt auch schon eine mächtige Distanz, wenn er den richtig trifft, ich sag. Der ist dann drin. Ronaldinho. Lol, er hat den getunnelt sogar, ne? Ronaldinho, der kommt doch! Oh, was? Da ist Ronaldinho. Also, ich schieße erst, wenn wir einen richtig geilen Spot haben. Wo den keiner blockt, wo keiner nervt. So. Vielleicht hier nach unten. Ja, jetzt haben wir ganz viel Platz. Jetzt ins lange. Hä? Bruh. Also ernst, bruh. Der letzte Mal. Ich dachte, der letzte kommt jetzt richtig hart. Und der kam richtig wack. Und wir müssen mit Klamotten duschen. Nice. Erstmal jetzt in die Dusche gehen. Bisschen nass werden auf unnötig. Danach Klamotten wechseln. Bruh, was war denn die, war eine Bestrafung, die ihr vorgeschlagen habt? Und die müssen wir jetzt durchziehen. Aus 99. Boah, ist kalt. Okay, jetzt wird's warm. Oh, mein Bett als nichts. Okay, okay, bisschen duschen. Okay, warum habe ich mir was Weißes angezogen? Das auch kommt der Quatsch. Okay, boah, gar nicht. Socke auch schlimm. Wenn Socke nass ist, Bock null. Sag ich euch ehrlich, Bock gar nicht. Bock gar nicht. Ja, ich würde sagen, genug geduscht. Wie schwer sind die Klamotten? Neues Outfit, neuer FIFA-Teil, der letzte, bevor Ronaldinho eine Icon ist. Hier chillt er nochmal ein bisschen in der mexikanischen Liga und wir spielen gegen einen 4-Sterne-Gegner. Da ist der Bruder mit dem 80er-Rating. Er sieht auch schon echt alt aus. Danach hat er noch in der indischen Futsal-Liga irgendwie ein paar Jahre gespielt. Aber das ist auf jeden Fall das letzte richtige Fußballjahr von ihm. Und dann gucken wir, was Ronaldinho hier raushauen muss. Er hat ja jetzt die schlechtesten Stats im gesamten Video. Davor waren sie besser, danach werden sie besser. Und es wird der Rabona-Freistoß. Der Rabona-Freistoß muss von ihm gemacht werden. So, Ronaldinho schnappt sich den Ball. Es wird Zeit, den Ball per Rabona reinzuchippen. Und in der Mitte muss der Mitspieler gucken. Irgendwie ein Tor machen einfach. Oh, da kommt sogar noch einer. Warte mal, Ronaldinho. Schöner Anlauf, Kopfball. Und er hält ihn fest, aber der Rabona-Freistoß war da. Okay, ein weiteres Mal. Und diesmal macht der Mitspieler ihn vielleicht rein. Ronaldinho ganz nach außen. Ah, da kommt wieder einer. Einmal antippen. Jo, der Anlauf ist da. Brustannahme. Volley. Tor. Zack. Rabona Freistoß als Torvorlage. We made it. Shoutouts gehen ehrlich auch raus an den Mitspieler. Hat er gut gemacht. Schön mit der Brust vorher und rein. Und da macht der Keeper nichts. Wir sind jetzt in FIFA 18. Zwei FIFA-Teile wurden geskippt, weil es Ronaldinho dort nicht gab. Ab FIFA 18 war er als Icon am Start. Und ich habe ihn sogar hier noch in meinem alten FIFA Ultimate Team. Sogar als Prime. Es gab damals schon 3 verschiedene Versionen von ihm. Ich habe die Prime-Version hier, mit der wir die Challenge machen. Okay, mit dem 94er Ronaldinho, da kann man ganz verrückte Sachen machen. Was wollen Sie von mir haben? Ein Tunnel geben ist schon sehr doll. Das ist schon eine ganz, ganz schwere Challenge. Aber wir probieren es. Schauen wir mal, ob Ronaldinho hier einen Tunnel hinbekommt. Wir gehen über außen. Einmal in die Mitte. Vielleicht auch kein schlechter Move, um jemanden zu tunneln. Komm ran, Gegner. Auch ran,
vorbei. Also komm an dem vorbei, aber das, was durch die Beine rollt, schwer, steht der Bre. Nee, vielleicht so? Nee, so? Nee, das war aber knapp. Hat er die Beine gerade noch zubekommen? Ronaldinho. Oh, schade. Schade, er sah eigentlich clean aus. Oh, wir haben ihn immer noch oder auch jetzt nicht mehr. Ronaldinho, ab in die Mitte. Ronaldinho. Come on! Nein, das ist kein Tunnel. So macht man auf jeden Fall auch keinen Tunnel mit dem Ball in der Luft. Ja, es war klar, letztes Mal hatten wir ehrlich komplett reingelackt, dass wir diese Challenge First Try geschafft hatten. Diesmal wird das mit 5 Versuchen ganz schwer. Ich darf den Ball nicht mehr verlieren, Mann. So, ab in die Mitte. Ich gebe alles, dass der Ball auf jeden Fall nicht weg ist. Und jetzt, auf gut Glück. War ihm nicht durch. Der war nicht durch, glaube ich. Es ist so schwer. Also Tunnel geben ist echt so eine undankbare Aufgabe. Mal gucken, welche Bestrafung es diesmal gibt. 100er verlosen. Ja, geht raus an euch. Folgt mir bei Instagram, PruneSYT, Link ist in der Beschreibung. Dann einmal euren Instagram-Namen einfach hier in die Beschreibung bzw. in die Kommentare hauen. Und einer von euch wird gewinnen. 100 Euro PSN, Xbox, Steam oder Origin Card. Je nachdem, was man haben will. Ja, macht gerne mit. GG. Wir sind nun in FIFA 20 und ab jetzt gibt es auch im Offline-Modus eine Icon-Mannschaft, in der Ronaldinho vertreten ist. Das heißt, ab jetzt und in den zukünftigen FIFA-Teilen kann man mit Ronaldinho 94 wahrscheinlich jedes Mal mit den gleichen Stats, aber halt mit sehr, sehr geilen Stats kann man Spaß haben und geile Tore machen. Jetzt aber bitte nichts von den 3-4 Sachen, die hier draufstehen, die so gut wie unmöglich sind. Das wäre unangenehm. Fallrückzieher, hä? Hatten wir noch gar nicht, ne? Generell, Trickschuss, Fallrückzieher, Scorpion Kick, das war alles noch gar nicht. Ja, Mann, dann zeigt das, was davon kommt. Dann mal ab. Solche Trickschüsse sehen immer richtig nice aus. Erst recht Fallrückzieher, finde ich. Oh. Einmal noch hochheben. Und rauf damit. Kommt schon eigentlich gut. Aber das Ding ist, das könnte jetzt wieder so ein Ding wie mit den Weitschüssen werden, dass die alle nice kommen, aber keiner davon reingeht. Deswegen am besten jetzt direkt mit dem zweiten schon das Tor machen. Och nö. Unangenehm. Ronaldinho. Komm, einfach, weil wir es können. Mit Chestflick. Torwart, Mann. Nee. Noch eine Bestrafung gönne ich mir jetzt nicht direkt. Ja, der ist perfekt. Den kann er aus der Luft nehmen. Okay, komm, wir müssen uns noch besser platzieren. Das ist er doch! Ja, Mann, im letzten Versuch. Oh, da wird es auch perfekt platziert. Keine Faxen gemacht. Genau mittig. Oh, der hat den zum Glück auch perfekt in den Winkel gehauen. Das wär's. Jetzt noch eine Bestrafung hinterher. Muss nicht. Ronaldinho regelt. Hier ganz gediegen. Den Millimeter ausgesucht. Wo die Chance am besten ist. Das war sogar knapp trotzdem. Das Icon-Team ist wieder da. Das Icon-Team geht an den Start gegen 5-Sterne-Squad. Ich glaube ernst, an den Stats ändert sich jetzt nicht mehr so viel, oder? Hat sich irgendwas geändert, außer dass sein Alter noch mal ein Jahr hochgegangen ist? Einer der letzten Challenges. Hier stehen halt auch so viele Challenges drauf. Man kann nicht mal alle davon machen, ganz so gar nicht. Und es kommen natürlich auch ab und zu mal welche doppelt. Und der Weitschuss ist jetzt wieder da. Und diesmal kriegen wir ihn hoffentlich hin. Dann würde ich auch sagen, ich schiebe Ronaldinho ins Mittelfeld, dass wir geile Weitschüsse raushauen können. Ich sage, diesmal werden wir nicht scheitern, weil das ist jetzt ein FIFA, in dem gibt es Time Finish. Das ist für Longshots perfekt. Ronaldinho! Ja, der war Warm-up. Das geht definitiv besser. Und das machen wir jetzt auch besser. So, Ronaldinho. Schön weit vorgelegt, schön getimt! Und er ist green und er ist im Winkel. Genau so, Time Finish. Game Changer bei Longshots. Generell, kein Finish bei einem durch Game Changer, bei Scorpion Kicks, Fallrückziehern oder so. Das erhöht einfach so die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinger klappen. Traumhaft, traumhaft. Wieder mit dem Icon-Team, wieder gegen einige der besten Teams der Welt. Diesmal Man City. Ronaldinho ist wieder ein Jahr älter. Und irgendwie die Boosts hier, plus 7 bei Tempo und plus 6 bei Schießen, kommen mir höher vor als bei den anderen FIFAs, oder? Komm, gib mir was Cooles. Wir kriegen Scorpion Kick. Nehme ich mit. I take it. Ist auch lucky. Wobei, alles ist jetzt einfacher in den neuen FIFAs als in den alten. Oh, das ist direkt der Scorpion Kick, der drin ist. Ehrlich, egal was, ob Scorpion Kick, Fallrückzieher, Skill Run, Weitschuss, Skill, alles ist in den neuen FIFAs einfacher. Und guck mal hier. Wenn du in einem alten FIFA einen Scorpion Kick kriegst, ich glaube, mit 100 Versuchen macht man den nicht. Und in den neuen First Try. Einmal kurz durch die Abwehr gehen, den Ball hochnehmen, das ist sogar auch so ein richtiger Scorpion Kick mit hinfallen, alles. Wirklich, wo brauchen wir hin?
FIFA 23, das letzte FIFA in der Liste. Ich bin gespannt, mit welcher Challenge mich das Rad stoppen will. Auf jeden Fall nach denselben Boosts wie eben aus und da war er clean und hat perfekt direkt getroffen. Womit will das Rad denn stoppen? Wir kriegen Weitschuss oder Chestflick? Chestflick! Ja, machen wir ein Chestflick-Tor nochmal auf schön. Wirklich auf fresh. Das soll nochmal ein richtig guter Abschluss sein hier von Ronaldinhos Skilltag. Ab in die Mitte, Ronaldinho. Ist am Kreuzen. Nimmt sich den hoch. Ronaldinho! Okay. Was willst du denn in den neuen FIFAs? Kannst du wirklich Chestflick, Waka Waka, Scorpion Kick, alles miteinander verbinden sogar. Chestflick und... Der geht rein. Der geht rein. Chestflick zu Scorpion Kick. Die neuen FIFA-Teile sind zu crazy, was du da machen kannst. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Er nimmt ihn sich hoch. Noch nie ansatzweise so ein Tor Relive gesehen, aber passt. Was war das für ein Tor gerade? Hä? Den muss ich auf jeden Fall demnächst mal online machen. Hier checkt ihr gerne noch ein anderes Video von mir ab. Lasst ein Like da, macht beim Gewinnspiel mit. Folgt mir bei Instagram. Link ist in der Beschreibung. Und das war's von einem weiteren Traumtor-Video. Macht's gut. Ciao.